Hallo, ich bin zurück mit einem neuen Video, das dir helfen soll, deine Manifestationen schneller zu bekommen. Ja, mein Name ist Patricia Dender, ich bin Divine Creation Coach und ich orientiere mich sehr stark an Neville Goddard und vor allem an dem Law of Assumption statt dem Law of Attraction. Weil das Geheimnis liegt in uns und es ist eine innere Arbeit, die zu tun ist, um die äußeren Manifestationen zu sehen, mit seinen fünf Sinnen erfahren zu können. Aber alles ist zuerst in uns. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass es ganz egal ist, in was für einem Zustand du dich gerade befindest, was gerade außen scheinbar in deinem Leben los ist, du kannst es verändern. Es ist alles in dir angelegt. Es ist alles in deinem Divine Design angelegt. Und wie kommst du dahin? Indem du mehr und mehr in dieses göttliche Bewusstsein, in diesen göttlichen Bewusstseinsraum einsteigst. Ja, und jetzt will ich dir erzählen, wie du die großen Sachen wirklich richtig schnell manifestieren kannst. Wenn du nämlich mit Bewusstseinszuständen arbeitest. Was ist ein Bewusstseinszustand? Das ist einfach ein Zustand, in dem du alleine, ohne jeglichen äußeren Einfluss, einen Zustand für dich herstellst, in dem du dich fühlst wie gewünscht, in dem du Gedanken hast wie gewünscht, und indem du Rückschlüsse ziehst auf dich und auf die Welt, wie gewünscht. Neville Goddard spricht hier von einem State akin to sleep. Und zwar ist es der Zustand, bevor du einschläfst. So ein kleiner, bisschen schon weggetretener, schläfriger Zustand, in dem du dich von der äußeren Welt aktiv verabschiedest, alles loslässt in diesem Zustand. In dem Zustand ist dir alles egal. In diesem Zustand ist jetzt einfach nur mal alles in allerbester Ordnung. Und in diesem Zustand kannst du dir alles reinpacken, was du möchtest, all deine Wünsche. Nur musst du dir vorher klar sein, wer bist du dann? Wie fühlst du dich? Wie siehst du die Welt? Und diese Dinge musst du dir vorher klar machen. Du musst dir bewusst werden, was es wirklich ist, wer du sein möchtest, wie du dich fühlen möchtest und wie du denken möchtest. Weil das, was wir automatisch denken und fühlen, geht eben nicht von unserem Divine Design aus, sondern von unserem Human Design, wo wir so festgelegt sind, wer wir sind, was für Probleme wir haben, wo wir gut sind, wo wir nicht so gut sind, wo wir noch besser werden müssen. Und damit du die großen Dinge wirklich schnell manifestieren kannst, musst du genau das alles loslassen und in diesen neuen Bewusstseinszustand springen und dieses Gefühl loszulassen. Und woran erkennst du, dass du diesen neuen Bewusstseinszustand oder den gewünschten Bewusstseinszustand erreichst, ist ganz einfach, du fühlst dich gut, du fühlst dich wohl. Du fühlst dich sicher, du fühlst dich absolut in Ordnung, du fühlst, dass du vertrauen kannst, du bist freudig, du bist leicht. Und ja, genau darum geht's, dass du dir das erlaubst. Und es ist nicht nur vor dem Schlafen natürlich möglich. Du kannst dir jede Tageszeit natürlich heraussuchen und jede Nachtzeit, wo du dich aktiv in diesen Bewusstseinszustand versetzt. Und vor allem ist es zu tun, wenn es dir gerade nicht so gut geht, wenn es dich gerade beängstigt, wenn du dir gerade Sorgen machst, wenn es dir gut geht, wenn du im Fluss bist, dann kannst du es natürlich alles einfach so laufen lassen und ins Vertrauen gehen. Ja, was sind denn die Manifestationen oder die Zusammenhänge oder die Rückschlüsse oder die Affirmationen, die du dir dann bewusst machen solltest in so einem Zustand? Zum Beispiel wie,
Ich bin in meinem absolut göttlichen Bewusstsein. Ich bin ein so positiver Mensch und zu mir kommen nur die besten Dinge. Ich bin immer aufgehoben und getragen. Alles passiert immer zu meinen Gunsten. Alles ist in bester Ordnung. Ich bin gesund und versorgt. Das sind Affirmationen, die du dir sagen kannst oder die zu so einem Bewusstseinszustand passen. Aber das Wichtige ist auch hier noch, dass du erkennst, dass nicht jeder einzelne Gedanke manifestiert sofort sich im Außen zeigt, sondern dass es tatsächlich eine Ansammlung von Gedanken und Überzeugungen und Gefühlen ist, die dich umgeben. Ja, das ist dein energetischer Outpush, deine dominante Energie, dein dominanter Seinszustand, dein dominantes Charisma, kannst du das nennen, deine dominante Lebensanschauung, deine dominante Haltung. Und genau daran darfst du arbeiten. Und nichts, was früher war, ist in Stein gemeißelt. Kein Human Design kann dir vorgeben, was dir entspricht und was nicht, sondern nur du alleine entscheidest das. Du alleine entscheidest, was dir entspricht. Denn dein Divine Design ist in absoluter höchster Perfektion, in absoluter Liebe. Es erhebt dich, es trägt dich, es erlaubt dir alles und es ist absolut bedingungslos. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, genau den Bewusstseinszustand zu finden, den du nach außen im Außen manifestieren willst. Wenn du dazu Fragen hast, schau auf meiner Webseite vorbei, da gibt es viele Inputs und du kannst gerne auch mit mir zusammen auf die Divine Design Reise gehen. Wir starten jetzt heute Abend um 20 Uhr, das ist der 16.01.2022 mit dem ersten Level von der Divine Design Reise, die erste Stufe der Foundation. Du kannst jederzeit noch einsteigen. Es geht 6 Wochen lang, bis wir dann weiter reisen in The Bigger Game Mastery, wo es genau um diese Dinge geht, um die großen Sachen zu manifestieren. Und wie gesagt, du bist immer herzlich willkommen in dieser Live-Runde, wo ich die Foundation live unterrichte, wo du mir genau Fragen stellen kannst, wo du dabei bist in der Community. Und wenn du später einsteigst, nach diesen 6 Wochen, dann hast du die Aufzeichnung. Denn ohne Foundation, ohne diese starke Verankerung in deinem wahren Bewusstsein, dein Bewusstsein über dein Divine Design, welches dir die Energie und den Raum eröffnet für all die wunderbaren Manifestationen, die du dir wünschst. Wenn du diese Foundation nicht hast und immer noch weiter rumeierst und zweifelst und überlegst, ob du doch noch gut genug bist und überlegst, ob vielleicht nicht doch dein Astrologe recht hat oder dein Human Design Reading nicht doch recht hat. All diese Dinge wollen wir über Bord schmeißen zusammen, weil nur wenn du all das, was dich einschränkt, all das, was dich limitiert, wirklich in die Tonne schmeißt und alles neu aus deinem höchsten Selbst, aus deinem wahren Divine Design heraus kreierst. Nur dann wird es zu diesem außergewöhnlichen Leben, für das du hier eigentlich auf Erden gekommen bist. Also hinterlass mir doch bitte einen Kommentar, hinterlass mir Fragen, damit ich mehr Videos machen kann, damit ich dich hier auch gratis weiter unterstützen kann mit meinen eigenen Erfahrungen und natürlich mit den Erfahrungen von meinen Klientinnen und ganz wenige Klienten, auf die ich natürlich auch sehr, sehr herzlich willkommen heiße. Liebe Männer, gebt Gas! Bis dann, ciao!